Nee. So. Ist ja auch nicht mehr viel. Und dann werden wir uns mal dran begeben und die Mauer hier, beziehungsweise den das Stadttor weitermachen. Die ja, und ich mach's schon wieder weg. Mann, Mann, Mann. Da ist noch eine Rose, die kommt auch weg. Ja, das Loch lasse ich erstmal da. Da müssen wir noch einiges an Sand bzw. auch Sandstein rausholen. Ups. Mach uns hier mal so kurz eine kleine Barrikade, dass wir hier nicht runterfallen, wenn wir hier rückwärts langlaufen. So. Ja, diese Umgestaltungsarbeiten, die habe ich ja schon zu Genüge eigentlich in der alten Welt durchgeführt. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit der Burg. Wir werden übrigens wieder eine Burg bauen, das kann ich euch schon mal versprechen. Die wird diesmal allerdings ein bisschen anders aussehen. Das wird keine 1:1 Kopie werden. Aber bis wir da sind, ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ursprünglich hatte ich ja auch in der alten Welt geplant, eine Stadt zu bauen und im Berg davor dann die Burg sozusagen. Das hat sich dann ja erledigt, indem wir dann doch mit der Burg zuerst angefangen haben. Diesmal werden wir es andersrum machen und ja, das kleine Städtchen hier vorne dran eben zuerst bauen. Gut, damit hätten wir soweit erstmal unsere Erde verbraucht. Dann würde ich sagen, ist der nächste Schritt, dass wir hier schauen, wie wir hier unser... Genau. Wie wir unseren Eingang hier gestalten. So, ich mache uns hier vielleicht mal noch eine Fackel hin und wenn wir schon dabei sind, auf der anderen Seite auch, damit hier nichts drauf spawnt. So, jetzt lasst mich überlegen, sind wir hier so weit in Ordnung? Ich denke, das können wir so machen, ja. Mal schauen, wie sieht das von außen aus. Von außen sieht man davon nicht viel. Das ist also genau das, was ich eigentlich damit auch erreichen will. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz, dass wir hier noch ein bisschen bauen können. Wir machen... machen da noch eine Reihe hin. Aber ich sollte das vermutlich... ich sollte das vermutlich doch anders angehen, denn wir müssen ja hier eine vernünftige Basis schaffen. Das heißt, wir müssen hier auf diese Höhe gehen.
werde das mal so machen, dass man hier auch nicht direkt die Fackel von unten sieht. Schauen wir mal. Ich denke, das kann man so anbieten. Und jetzt wird's dunkel. Ach nee. Na komm. So. Hier werden wir jetzt einen Durchgang machen. Und zwar wird der so aussehen. So, sehr schön. Da können wir dann hier durchgehen, aber das ist eigentlich ein bisschen niedrig. Machen wir das lieber mal auf diese Höhe. So, das sieht doch schon mal besser aus. Anders machen wir das eher so. Das wird nur ein kleiner Durchgang. Und dann haben wir hier 3. 1, 2, 3. Jawohl. Das passt soweit. Ups. Nicht da. Zack, zack. Zack, zack. So. Das sollte soweit ganz gut funktionieren. Und dann haben wir hier an dieser Stelle dann lass mich überlegen, machen wir das dann hier? Das ist nicht einfach. Eigentlich wäre es besser, wenn wir das. Ich würde das eigentlich lieber hier an dieser Stelle haben. Weil sonst machen wir uns hier so ein bisschen diese Geschichte einfach kaputt. Das will ich eigentlich nicht. Machen wir das mal so. Auf der anderen Seite dann das Gleiche. Lass mich mal schauen, wie das aussieht. Ja, das kann man so anbieten. Und dann würde das gleichzeitig aber bedeuten, dass wir das hier noch mal wegmachen müssen. Dann wirkt das Ganze nachher ein bisschen mehr wie aus einem Guss. Und
Das wäre doch eine ganz wichtige Geschichte. Machen wir das hier so. Kommst hier weg. Gut, dann machen wir den Rest jetzt auch noch weg. Den dürften wir von hier unten aus wegkriegen. Was quäle ich mich hier eigentlich gerade mit diesem Teil? Ich habe doch das hier. Das geht doch viel schneller. So. Wunderbar. Ja, dann hätten wir hier die Geschichte, die wir jetzt eben vorhatten. Und zwar. Lasst mich überlegen, wir machen, glaube ich, doch hier dieses Bogenteil rein. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So. Ja, ich denke, das funktioniert so ganz gut. Ich denke, das kann man so lassen. Jetzt bin ich schon wieder an der falschen Stelle. Mann. Erste machen wir so. Dann so. Und so. Das sollte soweit ganz gut funktionieren. Ist auch beides auf einer Linie. Wunderbar. Und hier an dieser Stelle würde dann auch der Gang losgehen. Auf der anderen Seite, das wirkt zu burgmäßig. Das kann ich nicht so machen. Wir werden ja später noch eine Burg bauen. Wir machen den Durchgang einfach kleiner. Das soll ja eben eine Stadtmauer sein und kein Burgtor. Und so dürfte das ganz gut funktionieren. Und dann machen wir hier Mauer, die dann hier zu einem Turm führt. Diesen Turm können wir auf jeden Fall erstmal noch nicht bauen, wohl aber hier schon mal diese Geschichte. So, machen wir das auch mal auf der anderen Seite.
So. Lasst mich mal schauen, wie das aussieht. Ich denke, wir sollten an der Stelle vielleicht doch anders ansetzen. Ja, das reicht nicht. Was noch ein? So. Machen wir das eher so. Das sieht doch schon ganz gut aus. Die gleiche Geschichte kommt jetzt hier. Achso. So. Dann kommt das weg. So, schauen wir mal, wie das wirkt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wunderbar. Damit können wir doch arbeiten. Und dann kommt hier an dieser Stelle der Weg dann eben durch. So. Gut, dann haben wir hier. Wunderbar. So. Sehr schön. Hier führt dann also der Weg durch. Der Boden hier drin. Also hier wird auf jeden Fall so der Weg hier fortgeführt. War das hier auf dieser Seite auch noch? Jetzt habe ich natürlich zu wenig Stone Bricks dabei. Lasst mich überlegen, irgendwo müssen wir hier vielleicht noch mal für ein bisschen Licht sorgen. Schauen, ich werde vielleicht hier noch eine Fackel hinmachen. Und hier kann man das so. Das kann man ja. Na. Was können wir hier für Stein verwenden? Moment, wenn ich hier reinkomme. Das ist nicht einfach.
habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Dazu muss ich allerdings erstmal überprüfen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Cleanstone haben. Haben wir. Ach, was mache ich denn? Na, jetzt haben wir keinen mehr. Mann. Immer dieses. Na, da haben wir auch gerade nichts drin. Ach ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Warum hab ich das gemacht? Ja, das. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Das könnte ganz gut aussehen. Wenn es nicht funktioniert, können wir hier auch Cleanstone verwenden. Wobei Cleanstone vielleicht sogar noch besser wäre. Oder Holz. Nee, Holz passt da nicht. Ja, da muss ich mir noch ein paar Gedanken dazu machen. Das finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle raus, was ich da gerne verwenden würde. Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht werde ich hier auch doch Stone Bricks reinmachen. Kann man jetzt noch nicht sagen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mir das gerne nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen würde. Und dazu gehen wir mal schnell hier auf die Mauer. Was? Wie kommt da hinten ein Schwein rein? Bleib stehen. So. So geht's ja nicht, mein Freund. Wir gerade schon hier sind. Den Stein brauchen, das Holz brauchen wir. So. Zack. Ja. Also, wir müssen hoch